Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Surviving Mars. Ja, wir haben das letzte Mal, wir haben das letzte Mal hier unsere Nahrungsproduktion ein bisschen aufgepeppt und wir müssen jetzt nur aufpassen, weil wir verbrauchen natürlich dadurch jetzt hier deutlich mehr Wasser und auch Sauerstoff vor allem. Weil darum haben wir uns natürlich nicht gekümmert, oder ich mich natürlich nicht gekümmert. Das werden wir natürlich jetzt gleich machen. Und zwar brauchen wir hier ein Moxie, ein neues. Geht der da noch hin? Der geht da eigentlich perfekt noch hin. Dann machen wir den da noch hin. Und eigentlich machen wir hier unten machen wir auch nochmal einen. Hätte ich zwar gern hier, aber da geht er gerade nicht hin. Dann machen wir ihn halt hier hin. Passt auch so. Die müssten auch alle Strom, beide Strom und Wasser haben. Und das müsste damit das ausgleichen. Und die brauchen, glaube ich, 5 waren das pro. Deswegen werden wir jetzt hier natürlich auch da wieder weitermachen müssen. Und zwar, dann machen wir hier weiter tatsächlich. Wobei, machen wir hier weiter. So, einmal. Zweimal, das müssten die beiden ausgleichen. Wir haben zwar jetzt noch ganz gut, aber zur Sicherheit. So, und dann können wir gleich mal schauen, was kosten dieser Drohnen-Shuttle hat. Ja, der braucht dann gar nicht so viel eigentlich, wenn man es mal hat. Ja, Langstreckentransport, genau, Zwischenlagern. Das brauchen wir dann halt, wenn wir dann mehr machen wollen. Aber gut, derweil bringt es eh nichts. Weil jetzt müssen wir uns erstmal hier um die Nahrung leider kümmern, dann tatsächlich jetzt gerade. Die Mediziner machen mir echt Sorgen. Ich meine, noch geht's, weil wir den Komfort gerade haben, aber trotzdem, das ist nicht viel. So, wie viele Wohnungen haben wir hier noch? 19, da geht noch ein bisschen was und da 16 auch noch ein bisschen was. Wir können aber schauen, sind unsere zwei, ja, die sind inzwischen weg, die haben ein, was auch immer, mit denen passiert ist. Unser Jule Petersen, glaube ich, war's, ist weg. So, was haben wir? Wird nicht funktionierende Gebäude 1 und 2. Ja, die Nahrung, richtig. Da haben wir hier, der ist jetzt voll, mehr oder weniger. Naja, es geht so nicht wirklich voll, aber zumindest ein bisschen was. 25, das sollte wieder hier ein bisschen reichen, dass uns die alten Senioren und die Kinder vor allem und die Jugendlichen, wobei natürlich auch die Senioren, dass uns die nicht verhungern, bitte. Das müsste eigentlich noch im Bereich sein von dem. Da mache ich mir weniger Sorgen. Okay, passt. Das sollte alles eigentlich in Ordnung sein. So, wie ist mit dir? Ja, die ist schon längst fertig. Achso, die. Okay, na gut, können wir eh nicht. Ne? Dann bleibt sie halt jetzt noch stehen. Auch okay, steht jetzt auch nicht schlimm. Na, heftig, was da abgeht, ist wirklich heftig. Wie lange haben wir das noch? Die Auslagerung ist die Frage. Ich glaube, aber warte, noch mal kurz geschaut, aber ja, wir haben sie jetzt noch, 400. So, der müsste jetzt, genau, jetzt sollten die wieder anfangen. Sind jetzt zwar nur 5, aber die sollten das jetzt da langsam darüber bringen. Das sollte aber funktionieren. Wieso haben wir jetzt noch immer minus 1? Wir haben jetzt plus 4 gekriegt und wir hatten vorher minus 3. Eigentlich sollten wir jetzt plus 1 haben.
dafür braucht er nur 2 Strom. Ich habe mit 5 gerechnet. Na gut, dann gibt es noch einen Muxi. Soll mir auch recht sein. Ist jetzt auch nicht so schlimm dann. Dann machen wir halt hier noch einen dran. So. Und dann bitte einmal die Rohre hier vorbei. So, und den Strom hier hinten. Das geht einmal hier lang noch. So, der Atomakkumulator. Dann schauen wir uns den mal kurz an, was mit dem ist. Kostet fast gar nichts. Dann bauen wir da mal einen hin, würde ich sagen. Warum auch nicht? Weil der kostet eben fast gar nichts. Dann schauen wir uns den mal an. So, damit ist das. Jetzt forscht unsere Farm. Dann haben wir die Farm. Dann müssen wir nur schauen, ob wir das mit der Farm, wie wir da was tun und ob wir da was tun machen mit der. Die braucht viel Platz tatsächlich. Wisst auch nicht, wo wir sie momentan hin tun sollten. Können wir momentan nicht wirklich. Ich meine, die Alternative wäre, wir könnten das wegmachen, den Gang hier hinlegen, hier noch eine Kuppel mit Farmen. Es würde gehen. Ich glaube nur nicht, dass die besser waren. Ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass die besser waren. Die waren nicht effektiv, diese Farmen. Ziemlich sicher nicht. Wir können sie uns anschauen. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Ich meine, momentan, wir verlieren nicht viel jetzt. Nicht wirklich nicht viel. Wir verlieren jetzt 5 pro Sol. Das soll schon noch ein bisschen gehen. Ich meine, es ist nicht viel, was wir Zeit haben, aber ein bisschen was geht. So, dann nehmen wir die nämlich auch noch. So, jetzt ist der auch noch weg. Jetzt haben wir überhaupt keinen Beton mehr. Müssen wir mit dem auskommen, was wir jetzt noch hier auf Lager haben. Ja, es wird langsam schon knackiger. Schaut geil aus, oder? Was die an, was das mega, was das für ein Lager ist. Halleluja. Krasse Scheiße. Ja, das mit den Kolonisten, die arbeitsplatzmäßig, das ist schon nicht so einfach. Also die Schwierigkeit, die ich jetzt momentan noch erkenne oder bisher erkenne, ist tatsächlich, eigentlich besteht darin, ja komm, lass mal es fertig bauen, jetzt sind wir zwar wieder bei 1, aber das macht nichts. Ach so, war das Leck vorher? Das war wahrscheinlich ein Leck vorher. Dann wisst ihr was, lassen wir das so. Gut, dann, was ist mit unserem Rover? Der kann eigentlich, der hat noch ganz gut, glaube ich, das geht sich noch aus. Soll der mal da hinfahren? Schauen wir mal, wo er ist gerade. Wo bist du? Na, ist schon ein gutes Stück. Sollen wir ihn aufladen fahren? Aber es schafft er schon. Das wird er schon schaffen. Hoffen wir es mal. Können wir nochmal schauen. Bringt das was, wenn wir zurückfahren? Naja, es wäre jetzt nicht kein Mega-Umweg. Ja, wisst ihr was, das machen wir. Fahren wir zurück. Das heißt, dann fahren wir hier mal hier hin. Dann werden wir ihn hier eh sehen, glaube ich, wenn er hier ankommt und aufladet. Während wir hier werkeln. Okay. Gut, okay. Das schaut einmal alles gut aus. Ist der fertig? Schaut so aus. Dann, nein, wollte ich nicht. Gib mir den wieder. Ich wollte einfach nur entladen. Dann entlade das mal hier drüben, weil hier müsst ihr noch, hier ist ja noch ein bisschen, oder? Ja, da ist noch ein bisschen. Zum Glück, da laden die das immer wieder, bringen die das daher. Okay, und die bauen langsam, aber sicher bauen die das ab. Und der gehört zu dem da oben, oder? Oder gehört der zu dem da unten? Nein, der gehört zu dem da oben. Ja, Tatsache. Gehört zu dem da oben. Die bringen das langsam mal da rein. Das ist okay.
Sehen wir das hier eigentlich auch alles? Ja, arbeitslos 2 und freie Wohnungen 17, arbeitslos 1 und freie Wohnungen 17. Wieso auch immer der arbeitslos ist, die sollten, der so, achso, der eine, na, wieso auch immer der arbeitslos ist. Achso, weil die alle voll sind tatsächlich. Okay. Okay. Okay, okay. Ist krass, wie viel wir da bräuchten. Wir haben 40 ausgebildet. Heftig, heftig. Bin echt auf die Farm gespannt. Ich weiß echt noch nicht, wie man das jetzt machen sollte. Besser. Ich glaube wirklich, dass die am effektivsten sind, aber das ist halt krass mit dem, mit der, was das mit der Psyche offensichtlich macht. Also sie, wenn man sich genau anschaut, 61, 61, 62, 62, also pro Tag verlieren die um 5, ja, 5 Besonnenheit. So, können wir es mal durchschauen. Repräsentiert die Geistige. Er verringert sich durch eine hohe Auslastung. Ja, klar, den Aufenthalt in Außengebäuden, das haben wir jetzt gelernt. Sonnenlose Stunden, den Tod eines Kolonisten, der am selben Wohnort gelebt hat. Oh, ist auch krass. Oder verschiedene martialische Katastrophen. Regeneriert sich, gut erholt. Bestimmte Servicegebäude. Ja, warum auch immer der nicht, der misst doch fit doppelte Besonnenheitsverlust bei Katastrophe Feigling. Fit regeneriert beim Ausruhen mehr Gesundheit, kann auch bei niedriger Gesundheit arbeiten. Plus trainieren. Der misst doch trainieren gehen hier in der Mitte. Verstehe ich nicht ganz, da ist trainieren. Naja, verstehe ich nicht ganz, macht aber auch nichts, ist ja auch nur einer. Also krass ist auf jeden Fall, ja, das geht schon heftig ran an die... Offensichtlich an die Moral oder an die Besonnenheit von denen, die hier draußen arbeiten müssen. Ich denke tatsächlich, wir werden das machen. So, wir werden das jetzt abreißen. Und jetzt müssen wir dann probieren, ob wir das dazu bauen können, quasi jetzt erstmal. Achso. Vorher natürlich das wegmachen. Ob wir das jetzt hier dann stattdessen quasi hier reinziehen können, einfach so, ob das klappt oder nicht. Und dann halt den abreißen, den Teil. Und dann werden wir hier eine Kuppel, eine neue bauen. Und schauen, ob das funktioniert mit der Nahrung dann. Und sonst machen wir halt was anderes. Sonst machen wir halt noch mehr Wohnungen. Wir werden früher oder später brauchen wir die Wohnungen sowieso. Also, ja. Es ist nicht so schlimm eigentlich. Sorry, mir ist mein Handy runtergefallen. Ja, ich bin nur ein bisschen, ihr merkt es vielleicht eh gerade, ich bin ein bisschen unsicher, wie wir das jetzt machen. Also das mit der Nahrung, das macht mich, und jetzt, dass wir das jetzt rausgefunden haben, dass die so alles so schon so Banane sind im Kopf, die da draußen arbeiten. Vor allem, das war, glaube ich, eine unserer ersten. Ja, die ist total Banane und... Die auch, also die sind alle so ein bisschen Banane. Das ist echt nicht gut, das müssen wir echt aufhören. Wenn ich das gewusst hätte, das ist halt das Krasse. Ich meine, ich weiß nicht, wie man sich sonst das... Ich wüsste wirklich nicht, wie man sonst das hier mit Nahrung versorgen soll. Weil das funktioniert einfach überhaupt nicht. Die bringen unheimlich viel verhältnismäßig, glaube ich, zumindest immer noch. Aber ja, das werden wir dann eh uns gleich anschauen dann. Ob dem so ist oder nicht. So, das ist eh weg. Gut. Habe ich gleich aufgepasst. Schauen wir mal. Wenn das hier beginnt, geht das?
Ja, es geht natürlich nicht so. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. So, wenn wir das jetzt wegreißen. Sector scanned. Anomaly found. Hoffen wir das. Schauen wir mal, wie das geht. So, der kann auf jeden Fall... Machen wir mal Pause. Und... Wo haben wir jetzt? Hier unten haben wir jetzt eine. Und hier oben haben wir eine. Dann gehen wir erstmal die hier unten anschauen. So, und jetzt müssen wir dann uns darum kümmern. Das heißt, das ist natürlich klar. Jetzt geht natürlich hier fast gar nichts mehr. Warte auf das Aufsteigen der Kolonisten. Ja, dann los. We have an oxygen shortage. We have a water shortage. Nicht lange, meine Lieben, nicht lange. So, einmal. Nein, noch eins. So. Und ja, hat eh hohe Priorität. Krass, Beton. 22 von 34. Aber gut, das funktioniert einmal. Dann. Research complete. Die beenden wir mal, die machen wir mal zu. Und hoffen, dass die jetzt hier gescheit machen. Müssten sie eigentlich. Und dann brauchen wir die zweite Kuppel danach. So, Nutzung des Erdreichs. Ja, jetzt können wir eh das mal kurz anschauen, ob wir das jetzt finden. Aber ich glaube, wir werden es nicht sehen, was es bringt. So, wo ist die Farm? Da müsste sie, nein, da ist sie nicht. Wo ist sie? Häuserbildung und Forschung. Ah, bei der Lebenserhaltung wird sie sein. Ja, da ist die. So, Arbeiter 6. Und stellt Nahrung her. Und dann die Nutzpflanze. Genau, basierend auf den Nutzpflanzen. Und ganz egal, wir können das jetzt halt hier nicht anschauen, leider, weil wir keine freie Fläche haben. Aber wenn wir sie dann bauen. Ich kenne nur die kleinen. Ich kenne die großen nicht. Ich kenne tatsächlich nur diese. Aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Lass mich überraschen. Vielleicht ist ja die tatsächlich gut. Oh, da ist jetzt gerade irgendwo was runtergekracht. Wo ist da was runtergekracht? Da ist ein Leck. Das ist nicht schlimm. Kabelfehler. Gut, das ist das. Nicht funktionierende Gebäude 7. Ja, das ist okay. Das stimmt. Okay. So, haben sie es bald. Ja, gleich haben sie es. So, was ist mit dir jetzt? Lade. Anomaly found. 50. Oh ja, krass. Kapazität 2000. Das ist nicht schlecht. Das ist so wie 10 davon. Das ist wirklich nicht schlecht. Krass. 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 Gefällt mir. So, da ist jetzt noch eine, oder was? Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt wieder hier oben? Nein, hier unten. Oh, hat's den erwischt, oder was? Fehlfunktion. Warte auf Reparatur. Oh, krass. Da müssen wir... Oh, das wird jetzt... Oh, das ist bitter. Oh, das ist bitter. Was braucht denn der für eine Reparatur? Oh, das ist bitter. Ich befürchte fast... Ich meine, wir können es probieren, aber ich befürchte fast, wir werden... Selbst wenn wir den jetzt da hinschicken... Ich glaube nicht da, wobei hier ist Eisen. Vielleicht schaffen sie es, vielleicht können sie mit Eisen reparieren. Das ist halt jetzt die Frage, was die brauchen. Steht halt nicht. Warte auf Reparaturen. Schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass das klappt. So, gehen wir trotzdem wieder zurück momentan. Wir können es eh nicht ändern. Das ist natürlich bitter. So, aber hier wird der jetzt zum Glück...
geht das, wird das gleich wieder fertig, hoffentlich. Ist aber krass, wie viele Drohnen daran arbeiten und wie langsam das fertig baut. Ist heftig. Wirklich heftig. So, das machen wir jetzt noch fertig, die Folge. We have a food shortage. Okay, Moment, das machen wir doch langsam. Und zwar, wo verhungern sie uns? Hier nicht. Hier eigentlich auch nicht. Ach so, weil die nicht. Deswegen, jetzt sollte das funktionieren. Also, ja, wieder anschalten und wieder okay. Jetzt müssten die alle wieder essen gehen, weil natürlich hier das Essen ist. Hier ist ja nur ein Diner. Okay, das sollte jetzt wieder funktionieren. Passt. Gut, dann, meine Lieben, ich würde sagen, da machen wir das nächste Mal weiter. Schauen wir mal. Da werden wir dann die Kuppel in Auftrag geben. Das kriegen wir noch hin, glaube ich. Schauen wir mal. Und dann müssen wir schauen, wie die Farmen sich da drin tun, ob das besser ist. Müssen wir natürlich noch den Durchgang bauen, den anderen. Aber ja, das bekommen wir hin. Hoffe, es hat euch gefallen. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie immer am Ende wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.